Das Rauschen ist jetzt irgendwie... Das ist die Nebelmaschine. Okay, dann würde ich sagen, legen wir los, oder? Einen schönen guten Abend, einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag. Je nachdem, wann ihr auch immer dieses Video, dieses Konzertvideo euch anschaut. Ihr seid ganz, ganz herzlich willkommen zu einer knappen Stunde schönen Gruß vom Blues als Konzertvideo-Format. Ganz herzlichen Dank dem Kulturteam der Stadt Detmold. Die haben das hier alles erst möglich gemacht. Ist jetzt das erste Konzert seit längerer Zeit. Diese Konzertreihe schönen Gruß vom Blues gibt es ja schon seit geraumer Zeit, und zwar seit Anfang 2009. Da haben wir angefangen, 5, 6 Konzerte pro Jahr immer so zu gestalten, also es war zumindest immer der große Gedanke dabei, dass wir eigentlich an jedem Abend etwas anderes und Unterschiedliches haben wollten. Das ist der Gedanke. Also zumindest auch Musiker zu haben, die im allerbesten Falle vorher noch niemals in dieser Konstellation so zusammengespielt haben. Und ich kann euch versprechen, das ist auch heute Abend so. Also wir kennen uns zwar schon so einige Zeit, aber in dieser Konstellation zusammengespielt haben wir noch nicht. Und vorhin die Probe, also wenn ihr da schon dabei gewesen wäre, die war schon so, das war schon okay. Das ging schon alles ganz gut. Bei der Probe, da war Jimmy Reiter an der Gitarre dabei. Da war auch Alex Lex am Schlagzeug dabei. Und Udo Hartmann am Bass. Und Kai Strauß an der Gitarre. Ja, und wer bei der Probe schon dabei war, der weiß, warum das hier zu unserem persönlichen kleinen Amüsement geführt hat. Ist aber auch egal. Vielleicht kommt das in irgendwelchen Outtakes nochmal wieder zum Tragen. Mein Name ist Dieter Kropp und wir werden präsentieren in einer hoffentlich lockeren Blues-Atmosphäre ein paar Titel meines aktuellen Albums bis auf aber sonst. Und dann fangen wir doch gleich am besten mit dem Titelstück davon an. Bis auf aber sonst. Um mich dreht, ich sag, ach, alles okay. Es ist eigentlich alles ganz okay. Bis auf die Sache mit dem Hund und mit der Frau läuft's nicht ganz rund. Alles okay. Wenn ich grad hier so schau, der Himmel an und für sich blau, ein paar Wolken. Schon wieder fort. Ich sag, alles okay. Es ist eigentlich alles ganz okay. Bis auf die Sache mit dem Geld und dass man sich das schnell verzählt. Aber sonst, alles okay. Ich sag, ach, das ist schon okay. Das ist eigentlich schon so okay. Bis auf die Rechnung, ja, na klar, das ist nicht ganz so. Thank you.
Dankeschön. Dankeschön, ihr da an den Empfangsgeräten daheim. Bis auf, aber sonst, ja, auch so eine kleine Geschichte. Und Blues-Songs tendenziell erzählen ja mehr oder weniger kleine Geschichten, die einem entweder selbst schon mal widerfahren sind oder wie man von irgendjemandem gehört hat, dass sie dem widerfahren sind. Und man eigentlich hofft, dass es einem selber nicht passiert, aber drüber singen und drüber sprechen kann man ja mal. Und das wollte ich auch immer schon mal mit demjenigen, der den Text für den nächsten Titel geschrieben hat. Den hat nämlich der Dirk Scheltmeier, ein guter Freund von mir, geschrieben. Und meine Frage ist eigentlich, ist dir das eigentlich schon mal irgendwann wirklich passiert, das, was da in der Single-Agentur besungen wird? Hört selbst! Thank you.
der Probe vorhin nicht so gut war, aber. Das erste Mal ganz gut. Als ich angefangen habe, mich ein bisschen mehr mit dem Genre Blues und auch mit dem Mundharmonikaspielen zu beschäftigen, hatte ich das große Glück, dass ich Freunde hier in der näheren Umgebung, also im Kreis Lippe, noch hatte. Ich musste nicht hunderte von Kilometern fahren, sondern ich hatte bekannte Freunde, die hatten ein sehr, sehr großes Schallplattenarchiv, damals schon. Damals heißt Mitte der 80er bis Ende der 80er. Und ich kann mich noch gut erinnern, als wir dann mit 3-4 Leuten immer nach Bremen gefahren sind, also einmal im Jahr zur Shoppingtour, zur LP-Shoppingtour nach Bremen, zu Crosscut Records, zu Detlef Högen, in seine, ich glaube, das war sogar seine Privatwohnung, wo er uns da empfangen hat, wo seine, naja, Geschäftsräume, das ganze Plattenregal da stand. Und wir Jungs vom Lande haben uns dann von ihm die neuesten Sachen vorspielen lassen, die er da natürlich direkt aus den USA bekommen hat. Und ich kann mich wirklich gut an den Moment erinnern, wo es mich wirklich vom Sofa weggeblasen hat, im wahrsten Sinn des Wortes. Weggeblasen, weil da jemand so dermaßen klasse Mundharmonika gespielt hat. Ich war geflasht, würde man heutzutage sagen. Ich war schwer begeistert, hätten wir damals gesagt. William Clark hieß dieser Mann, ist leider viel zu früh von uns gegangen, und das nächste kleine Stückchen, das nächste kleine Mundharmonika-Instrumentalstückchen möchte ich ihm ganz gerne widmen als kleine Hommage, weil bei ihm alles irgendwie so lässig und bequem daherkam. Heißt auch dieses kleine Stückchen ganz lässig und bequem. Thank you.
Gut, zugegeben, es sind nicht alles Lebensweisheiten und großartige Tipps, die wir von uns geben, ob nun in den Songs, in den Moderationen, zwischen den Songs. Aber manchmal habe ich das Gefühl, blitzt da etwas auf. Und zwar immer dann, wenn die Geschichten von Dirk Scheltmeier geschrieben sind. Auch die nächste ist eine Geschichte von ihm, heißt Candlelight Dinner und ist praktisch so ein Tipp für alle Lebenslagen. Probiert das einfach mal aus, wenn euch danach ist. Ich hab selbst gekocht, serviert und flankiert und zu den Grand Cru elegant dekantiert. Sie trägt schwarze Spitze, ich mein bestes Hemd. Man gibt halt noch alles, wenn man sich erst kurz kennt. Ich bitte zu Tisch, hoffe ihr gefällt's. Draußen im Flur, mein Kumpel Klaus, und der sieht, sagt mir charmant, gar nicht gut aus. Er riecht nach Schnaps und zogelt ins Zimmer. Was in uns dreht für meine Candlelight Dinner. Britta hat ihn verlassen, ich kann sie verstehen, doch das muss ich ihm nicht jetzt zu verstehen geben. Trotz Frau und Kind war er auf alle Damen scharf, jetzt hat er keine Blick mehr dafür Redebedarf. Auch fehlt ihm das Gespür für unser Candlelight Dinner. Setz dich an den Tisch und jammer unwillig. Dinner, das ist die Sache, die eigentlich immer zieht. Ja, bin ich fest davon überzeugt, ich habe es noch nicht probiert, aber
Ich werde es, glaube ich, gleich die nächsten Tage mal angehen. So ein Candlelight-Dinner. Kai Strauß ist einer der beiden Gitarristen hier heute Abend. Und ich bin froh, dass die beiden gerade heute Zeit gehabt haben. Normalerweise sagt man, du Dieter, zwei Gitarristen, man weiß es nicht so ganz genau. Man ahnt so einiges, aber heute Abend funktioniert es wunderbar zusammen. Was natürlich auch an den beiden Kollegen liegt, die toll aufeinander eingespielt sind. In der nächsten Nummer hat Kai ein kleines Feature. Kai hat auch eine neue Platte rausgebracht, das möchte ich natürlich nicht verheimlichen. Obwohl ich hier so versteckt habe. In My Prime heißt das Album, also in seinen besten Jahren. Ja. Wenn man sich den Mann anguckt, dann muss man sagen, ohne Worte, alles richtig. Bleibt noch zu erwähnen, dass Kai mit dem Album in der Vierteljahresbestenliste des Preises der Deutschen Schallplattenkritik 1 2021 den ersten Preis gewonnen hat, während ich mit meiner Platte weit abgeschlagen auf Platz 2 nur unter den Nominierten gelandet bin. Kai, ich denke mal, die Messlatte, der Druck ist gestiegen. Kai Strauß an der Gitarre. Thank you.
Walter an der Gitarre und Alex Lex am Schlagzeug und Udo Hartmann am Bass. Okay, ohne Umschweife, ein bisschen Chicago Blues. Es ist wieder mal der Montag gewesen, der mir persönlich manchmal nicht so ganz gut gefällt, wie so ein Freitag zum Beispiel. Woran das auch immer liegen mag. Vielleicht, weil man am Freitag oftmals mit dem Auto unterwegs ist und das eine oder andere auch schon mal passieren kann während der Autofahrt, ich rede davon platten Reifen und was sonst noch alles auf einen zukommen kann. Und für dieses nächste Stück auch wieder eher ein langsamer Chicago Blues. Spielt Kai eine Slide-Gitarre. Und ich weiß gar nicht, ob ihr es wisst oder ob ihr jemanden kennt, der es vielleicht ahnen könnte, dass er es weiß, dass er es weiß, dass er eine Ahnung davon hat,
woher dieses mit den Slide-Gitarren eigentlich kommt. Das hat seinen Ursprung nämlich auf Hawaii. Als irgendein kleiner hawaiianischer Junge an den Eisenbahnschienen entlang gegangen ist und diesen Eisenbahnbolzen mit nach Hause gebracht hat und dem Vater erklärt hat, was er nun damit zu machen hat. Und wenn ich jetzt gerade so anfange, diese Geschichte opulent zu erzählen, weil das ist natürlich nur der Anfang der Story, dann stelle ich meistens fest, dass es eigentlich gar keinen wirklich interessiert, wo der Ursprung dieser Slide-Gitarrentechnik herkommt. Hauptsache, Kai Strauß weiß, was passieren soll.
Ich glaube, ich erzähle die Geschichte von dem kleinen hawaiianischen Jungen. Nee, auch nicht jetzt. Das nächste Mal einfach. Einfach das nächste Mal. Und bis dahin vertreiben wir so ein bisschen die Zeit mit ein paar Blues-Songs. Und zwar natürlich mit einem Titel von Jimmy Reiter. Und auch Jimmy hat ein aktuelles Album rausgebracht und auch Jimmy hat den Preis der deutschen Schallplattenkritik gewonnen. Vierteljahrespreis 2021. Ich frage mich, was ist schiefgelaufen? Das wird sich zu ergründen. Die nächsten Monate, hoffentlich habe ich ein bisschen Zeit dazu. Das Album von Jimmy heißt Geil. Live. Heißt Live. Entschuldigung, habe ich mich vertan. Ist aber eine ziemlich geile Platte. Genau wie die von Kai natürlich auch. Und, naja, auch meine, die ist auch ganz okay geworden. Die ist auch okay. Ich mache jetzt mal ganz unbeholfen, wie das so ist, mache ich ein bisschen mit. Ich komme ja nur vom Land, ich habe das nicht mit dem Markt drauf. Wir haben diese Platte eingespielt, auch natürlich im Rahmen dieser schönen Gruß vom Blues-Serie habe ich die Leute alle kennengelernt, Tommy Leno Trio. Jimmy Reiter spielt auch die ganze Zeit lang mit. Das war eine tolle Kombination, genau mit zwei Gitarren, Schlagzeug und Bass. Hat sehr viel Spaß gemacht, diese Platte einzuspielen. Und Jimmy hat sich für sein kleines Feature einen Titel ausgesucht. Okidoki Stump, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere. Jimmy, ich wünsche euch viel Vergnügen.
Jimmy Reiter an der Gitarre, ja. Ist nicht so ohne, ne? Ist nicht so ohne. Damit, ihr lieben Leute an den Empfängern, wären wir für dieses schönen Gruß vom Blues-Konzert auch so langsam auf der Zielgeraden angekommen. Von unserer Seite ganz, ganz herzlichen Dank ans Kulturteam der Stadt Detmold, die das alles hier erst möglich gemacht haben. An die vielen Leute, die hier heute um uns herum sind. Das heißt, nein, viele sind es eigentlich nicht wirklich, aber die sind sehr, sehr, sehr super konzentriert und engagiert dabei. Kolja, Thorsten, Roland, noch ein Thorsten, glaube ich, Dominik und tja, den letzten Namen, sag es mir gerade. Lennart. Lennart, wie konnte ich das überhören? Lennart war der, der unbedingt noch was von der Pizza von Jimmy haben wollte, wenn ich es mich recht erinnere. Aber auch das nur kleine Randerscheinungen dieses großartigen Abends. Ich möchte einmal noch ganz kurz mich natürlich bei den Kollegen bedanken. Ein großes Dank an Jimmy Reiter an der Gitarre, am Schlagzeug Alex Lex,
Am Bass Udo Hartmann, auch schon ein Urgestein eigentlich. Und dann an der Gitarre so ein Jungspund wie Kai Strauß noch dabei, ja. Gerade Geburtstag gehabt. Nur mal so, nur mal so. Und ganz, ganz herzlichen Dank an euch fürs Dabeibleiben, fürs Einschalten, fürs Gucken, für irgendwas damit machen. Mein Name ist Dieter Kropp. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann irgendwo einmal wieder beim schönen Gruß vom Blues-Konzert in Detmold oder aber einfach an irgendeinem Wochenende. Denn immer dran denken, es ist eigentlich nur noch eine kleine Frequenz, eine ganz kleine Frequenz bis zum Wochenende. In dem Sinne... Udo Hartmann und Kai Strauß. Mein Name ist Dieter Kropp. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ade.